Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück auf Sunny Beats. Schön, dass ihr wieder da seid. So, es ist 20 vor 6. Heute ist der 28. Mai. Ich hoffe, ich habe überhaupt Frühdienst. So sicher bin ich mir da nämlich gar nicht. Ich habe mir nämlich irgendwann den Dienstplan aufgeschrieben. Ich weiß aber nicht mehr wo. Und jetzt konnte ich nicht nachgucken. Also hoffen wir jetzt einfach mal, dass mein Bauchgefühl richtig war und ich heute tatsächlich Frühdienst habe und keinen Spätdienst. Ansonsten gehe ich gleich wieder nach Hause. Oh Mann. So verwirrt ist man, ne? Hat man das Wochenende mal frei, dann blickt man nicht mehr durch. Ja, das heißt, ich kann euch jetzt auch nicht erzählen, ob wir zu zweit oder zu dritt oder zu zwölft sind. Ich habe keine Ahnung. Das sehen wir jetzt gleich alles. Ja, hab Wochenende gehabt, Wochenende frei. Das war ganz nett. Jetzt haben wir gerade einen Freund zu Besuch. Der bleibt bis übermorgen bei uns, glaube ich. Aber ich denke, ja, ich glaube, es war so heute früh und morgen und übermorgen dann Spätdienst. Ich denke, so war's. Obwohl ich mir nicht sicher bin, wie gesagt, weil eigentlich ist es ja eine Frühwoche, eine Spätwoche. Und ich hatte jetzt letzte Woche Frühdienst. Also hätte ich jetzt eigentlich Spätdienst. Ich weiß es aber nicht. So eine Scheiße. Okay. Ich werde das jetzt eruieren. Hoffentlich mache ich mich nicht lächerlich. Dann sagen die Kollegen nämlich wieder, ja, was machst du denn hier? Hörst du doch Spätdienst? Ach so. Und tschüss. Guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen zurück auf Sunny Beats. Ich freue mich sehr. Wie ihr seht, es ist morgens. Nein, woher sollt ihr das sehen? Ich bin super gut drauf. Ich freue mich. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin einfach gut drauf. Es ist, ich weiß gar nicht, 20 nach 9 oder so. Wir beide, du und ich, wir haben heute Spätdienst und dann würde ich sagen, gehe ich einfach mal mit dir los. So, ich habe nämlich alles hier verriegelt. Rollo ist runter, alles zu, because es ist einfach mega warm und ja, wer Fenster und Türen geschlossen hält, der hat es natürlich warm im Anschluss und darum mache ich das auch. Wie findet ihr übrigens meine Frisur? Das ist super geil, oder? War ein Special Effekt. Ist einfach so passiert. Gib mir aber zum Kaffee. Dabei. Schön, dass du da bist. Die mit den Lieblingssongs. So. Ich komme überhaupt nicht in die Puschen. Es funktioniert gar nichts. Ich hasse diesen Spätdienst, ja. Ich möchte das hier nochmal sagen, ich hasse Spätdienst. Das nervt einfach, weil ich kriege nichts geregelt, weil ich die ganze Zeit denke, oh, ich habe noch Zeit, ja, ja, toll. Und um 10 vor 1 renne ich wieder los wie so eine Hammerkranke, ja. Ich gehe jetzt raus, trinke einen Kaffee, gehe mit der Olga mal in den Garten und dann renne ich los. Es ist 20 Minuten vor 6, glaube ich. Vielleicht ist es auch schon später, man weiß es nicht. Also ich weiß es jedenfalls nicht. Jetzt muss ich hier an den Taxis vorbei und rede mit meiner Kamera. Toll. Mir doch egal. Also, so, kleine Story am Rande. Nachdem gestern sich um 20 vor 7 oder nach 7, nee, 20 vor 7 hat sich gestern meine Kollegin Special Effect mäßig krank gemeldet und sagte so, nö. Ich kann nicht kommen, ich bin zu müde. So, toll. Und was war das Ende vom Lied?
dass ich also jetzt alleine auf einem Wohnbereich war und das morgens, obwohl wir eigentlich zu dritt wären, im optimalsten Fall, das war very nice. Oder auch nicht, fand ich nämlich nicht so lustig, aber so ist es nun mal. So, und jetzt habe ich schon wieder Frühdienst und jetzt bin ich so im Arsch, ich bin einfach komplett am Arsch. Meine Füße tun weh, Rücken tut weh, alles tut weh. Kann nicht mehr. Und die feiern da alles weiter, ey. Wann kann ich denn eigentlich mal feiern? Ich würde jetzt hier gerne offiziell fragen, wann ich mal eigentlich wieder in meinem Leben mal Gas geben kann, mal ein bisschen feiern kann. Wann? Sagt mir bitte wann. Ja, dann bin ich nämlich dabei. Dann weiß ich nämlich auch mal Bescheid hier. Ey, alle feiern, alle haben Wochenende, alle machen dies, machen das. Und die Sunni ist schön am Arbeiten wie so eine Hammerkranke. Und das noch alleine, weil, Moment, ich muss den Arm wechseln, weil Kollegin sagt, nö, ich habe keinen Bock zum Arbeiten, ey. Das sind Zustände, sind das, ja, die Jugend von heute, die ist nichts mehr wert, also mit denen kann man überhaupt nichts mehr anfangen, so weit ist es schon gekommen, dass ich dann in meinem Alter sagen muss, und diese, ouch, muss Hals, Maul, Alter, mit einem Scheiß da, ey. Ach, ne. Ich krieg schon wieder mit den Nerven. Ja. Eigentlich wollte ich mich nämlich gestern Nachmittag mit einem Arbeitskollegen treffen. Weil hier ist nämlich Berger Straßenfest. Und seit 3 Jahren erzählen wir, wir treffen uns da. So. Und dann war gestern auch die Gelegenheit. Ja. Ging aber nicht, weil ich war sowas von im Arsch. Ich konnte gar nichts mehr. So, und jetzt ist mein Akku auch noch leer. Also ihr Lieben, wir sehen uns. So, als allererstes muss ich euch leider sagen, dass es mir echt leid tut, dass ich so wenig Videos in letzter Zeit hochlade. Aber es ist einfach sau anstrengend und mega zeitraubend. Ich meine, erstmal die Arbeit an sich ist schon nicht einfach zeitlich unter einen Hut zu kriegen. Dann habe ich auch noch ein Privatleben. Dann muss ich die ganzen Themen, die ich euch natürlich erzähle, alle vorbereiten, weil ich nicht irgendeinen Quatsch da erzählen möchte und auch nicht irgendeinen Nonsens hochposten möchte. Also von daher muss ich mir einfach auch zwischendurch mal Zeit lassen, Luft lassen für neue Themen. So ist es einfach. Ich hoffe, ihr versteht das. In der Zeit, wo keine Videos hochgeladen werden, könnt ihr natürlich euch herzlich eingeladen fühlen auf meine Facebook-Seite oder auch auf mein Instagram-Profil einfach vorbeizuschauen. Da werdet ihr dann immer sehen, was gerade aktuell läuft. Ja. Ansonsten gibt es erstmal nicht so viel Neues zu berichten. Es sind ein wenig unschöne Dinge passiert, das ist aber privat. Ja, und ansonsten habe ich heute das erste Mal Zwischendienst. Das heißt, ich muss von 11 bis 18 Uhr arbeiten. Mal gucken, wie das so ist. Und dann die nächste, also die restliche Woche spät und dann am Wochenende früh. Ja, wollen wir mal gucken. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es etwas abgekühlt ist, weil es war einfach viel zu heiß, es war einfach viel zu schwül. Hi ihr Lieben, da bin ich wieder. So, mein Zwischendienst ist vorbei. Also ich muss sagen, ich bin von der Arbeitszeit jetzt eigentlich positiv angetan. Von 11 bis 18 Uhr, also ich meine, das sind 7 Stunden, das war auch super geil. Schade ist nur, dass man mit der Pflege überhaupt nichts am Hut hat, also so gut wie nichts. Weil natürlich, wenn man um 11 Uhr kommt, ist das meiste an morgendlicher Grundpflege schon gelaufen. Und wenn man dann geht um 18.30 Uhr bzw. 18 Uhr, dann verlässt man das Feld einfach nach dem Abendbrot. Dafür kann man natürlich ganz viel Papierkram erledigen, ganz viele Sachen machen. Das habe ich heute auch getan. Und jetzt ist es, ich weiß es gar nicht. Moment. Jetzt ist es 7:15 und ich schnappe mir jetzt gleich die Olga, warte noch kurz, bis mein Telefon ein bisschen aufgeladen ist, das ist nämlich ziemlich leer. Und dann gehe ich erstmal mit der Olga spazieren, dann kriegt die Olga noch was zu essen und dann lasse ich einfach meinen Abend ausklingen, schneide eventuell dieses Video und ich habe geplant,
für euch ein Video zum Thema Schlaf zu machen. Also Schlaf, Schlafstörungen und Einflussfaktoren auf Schlaf. Ja, und das werde ich heute noch eventuell für euch abdrehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Peace!